gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Elfmeterschießen, Leute. Heute Derby und Topspiel zugleich. AC Mailand gegen Inter Mailand. Heute mit Cap, heute beide mit Cap am Start. Was geht bei dir? Aber bei mir sieht Cap scheiße aus, ey. Lasst gerne Like da, Leute. Lasst gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren. Würde auch kein Problem. Täglich einschalten. Macht 5 Likes voll. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt. Hashtag AC Mailand oder Hashtag Inter. Also macht einfach Hashtag AC oder Hashtag Inter ab in die Kommentare, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Ne, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten und schaut mal aus. Schaut mal nice Design. Schwarz-Weiß als T-Shirt-Pullover gibt es immer Rot, Orange, Grün und den Blau. In den 4 Farben. Kiesen, Tarsen, Turmbeutel, nice LED-Lampe, wie immer am Start, Leute. Handyhüllen auch noch am Start. Orange, Blau, Rot und Grün. Und Geratis Autogrammkarte gibt es auch immer. Bestellung dazu. Checkt mal gerne auf. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und nicht vergessen, ne, hier ist Software-Bestrafung. Bin ich bereit dafür. Software-Bestrafung für die Verlierer, Leute. Ihr wisst es. Gewinnt er 4-2 gegen mich, kriege ich 2 Schuss für 2 verschossene Elfer. Also immer die verschossenen. 2 Sonderregeln. Und zwar beim 3-0 gibt es Blitzkau. Ja? 5 Schuss. Wenn einer von uns beiden 3-0 gewinnt, entweder ich oder er, der andere 5 Schuss, eigentlich nur 3, ne, für die 3 verschlossen, aber weil er so schlecht war, kriegt er dann 5 und es gibt noch eine Belohnung. Und zwar bei 5 Getroffenen, wenn du 5-4 gewinnst, würde ich eigentlich einen Schuss bekommen, ihr wisst es. Dadurch, dass er alle 5 getroffen hat, wird er belohnt und meine Bestrafung dadurch wird verdoppelt. Das heißt, bei 5-4 würde ich eigentlich einen bekommen, kriege ich dann dementsprechend 2 Schuss. Bei 5-3 würde ich 2 Schuss bekommen, kriege ich deswegen dementsprechend 4. Das ist nur maximal möglich, ja, es kann nur 5-3 ausgehen, weil sonst, ne, rein rechnerisch nicht möglich. So sieht's aus. Okay, bereit. Sortieren wir mal, Leute, ne? Was denkst du, wer hat die bessere Mannschaft? Das ist relativ ausgeglichen, ne? Ich sehe sie ja, ne? Du musst sie so weit runterstellen, weil der Typ so schlecht ist. Ja, gut, ne, war aber schlechten Abschluss. Ah, du hast Martinez, 82 Abschluss. Ich habe nur einen mit 80 Abschluss und zwar Piontek. Junge, Rodriguez, 83, 11, 59 Abschluss. Oh Mann, ey. Castillejo, 75 Abschluss, 59, 11, aber nur, ey. Das ist auch wieder Krise wie sonst was, ey. Junge, 50 Abschluss, Bilia, dein Ernst? Den machen wir mal auf Platz 6, ich schwör's euch. Bilia kommt ganz weit dahin. Billie Jean mag ich nicht so gern. Billie Jean möchte. Ey, guck mal, Donnarumma 24, deiner 23. Knappes Ding, also wenn es zu den Torhütern kommt, könnte sehr, sehr knapp werden. Und 12 Abschluss, du hast 11. Dementsprechend bin ich insgesamt 3 Punkte besser als du. Mein Donnarumma. Aber, das ist am Ende gehen wir auf Handanovic. Handanovic hat 88, ich habe 85. Gleichen sich 3 Punkte wieder aus. Scheiße gelaufen, Alter. Na gut. Bin soweit fertig. Piontek eigentlich jetzt bei Hertha, ne? Aber hier noch am Start. Okay, du hast auch einen, der eigentlich nicht mehr am Start ist. Icardi ist auch bei PSG jetzt. Sind hier noch die alten Kader? Hast du noch einen? Ne, das war's, glaube ich. Bei mir halt Piontek, der jetzt bei Hertha besser ist. Okay, dann starten wir rein, ne? Let's go, Leute. Ricardo Rodriguez, Ex-Bundesligaspieler bei Wolfsburg. War der eigentlich nochmal woanders? Wo war der vor Wolfsburg? Der war da auch noch irgendwo anders, glaube ich, in der Bundesliga, oder? Frankfurt? War der mal bei Frankfurt, Rodriguez? Ich weiß nicht mehr. Bremen, oder? Stimmt. Bremen. Doch, hast recht, der war bei Bremen, genau. War der nicht mit Diego damals noch bei Bremen? Das kann sein, ey. Stimmt, der war bei Bremen, Alter. Dann ist er zu Wolfsburg. Ich habe die, glaube ich, früher mal verwechselt bei Match Attack. Let's go. Ich habe immer gedacht, das wäre Diego. Aber ich weiß nicht, ey. Ob die da zusammen. Ob da Diego noch da war, weiß ich nicht. Aber kann sein, Alter. Doch, kann schon sein, dass Diego da noch da war. Gute Zeit, Mensch. Beste Zeit mit Diego, Alter. Bremen. Oh! Ey, voll getunnelt, Alter. Scheiße. Ey, Donnarumma, das war der geilste Tunnel. Ey, voll durch. Ey, ey, das war aber der cleanste Tunnel, den wir je gesehen haben. Weil so, sonst, ey. Wir haben ja schon viele. War richtig lucky. Ja, wir haben ja schon viele Tunnel gehabt, aber sonst war immer der Torhüter noch irgendwie dran, Alter. Diesmal war einfach clean. Einfach nichts berührt, ey, krass. Und krass. Und krass. Und krass, Alter. Parketta, Alter. Warum haben die alle so hohe Nummern? Eben Nummer. Was hatte Rodriguez? 45. Jetzt kommt Parketta mit Nummer 39. Donnarumma Nummer 99. Parkett, Alter! Scheiß, du Parkett, Alter. Was war das? Romelu. Lukaku. Ah, scheiße, Alter. Okay, jetzt gegen Lukaku. Hat so eine Kraft, Alter. 87 Kraft. Knallt mich mit ins Tor hier gleich, Alter. Die Scheiße. Müssen wir aufpassen, Alter. Müssen wir aufpassen. Lukaku hätte ich auch was getan. Boah, was schon vorher so gedacht? Wusstest du aber vorher gar nicht. Weil diese Vorstellung steht, aber dann knall ich mir ins Tor und deshalb kriege ich den Punkt. Ey. Alter, das wäre schon geil. Wie geil wäre das denn, ey? Richtig geil, ey. Okay, Piontek, warum hast du so wenig Ausdauer? Guck mal seine Ausdauer an. Ja, aber Lukaku hatte auch. Was ist absolut los? Alter, komplett los. Okay, Piontek, let's go. Ah,
einfach mal in die Mitte. Junge, ich habe ihn komplett in, immer nach links. Ich habe in die Mitte geschossen. Der schießt wieder nach links. Die können diese 99 bei Donnarumma verwirrt mich mal so hart. Ja, weil er 1999. Wie kann man denn 99 nehmen? Der ist 1999 geboren, ne? Der ist André war 87 oder so. Ja, kann echt. Doch, kann echt sogar sein, glaube ich. 87. Wenn jetzt rein. Oh, auch wieder was. Junge, das war dreimal jetzt. Jeder Elfer war so ein Stück, Alter. Das kann ja, nicht wahr sein. Das ist echt lucky. Ey, Digga. Aber eigentlich immer mittig geschossen, weil du bleibst nicht einfach stehen. Ja, keine Ahnung, ey. Warum bleibst du nicht stehen, ey? Ey, das war genau dasselbe. Hab ich ein bisschen zu früh gesagt, ey. Scheiße. Kacke gelaufen, Alter. Ein bisschen zu früh, ne? Politano. Hau das Ding rein, oder nicht? Come on. Ja! Mann, ich hab voll nach links geballert. Ey, das ist so unlogisch, ne? Sieht aus, Leute. Einfach mal stehen bleiben. Einfach mal stehen bleiben, mein Junge. So, Cananoglu gegen Handanovic. Wir haben beide einen verschossen. Wenn ich jetzt verschieße, dann du musst treffen, Alter. Okay. Let's go. Cananoglu. Mach kein Auge. Ja! Spring doch! Ja! Endlich hat's mal wieder geklappt, Leute. Ein Lupfer auf richtig Risiko. Oh, du musst jetzt treffen, ne? Lautaro Martinez. Let's go. Let's go! Warum springt der nicht? For real. Jetzt mal ohne Witz, warum springt der nicht? Oh, wir haben's nur gedreht. Nice. Bleib lock, ey. Ein bisschen Puls runter, weißt du? Zwei Schuss. Unlogisches Fuck. Kann man investieren. Ey, der war schön. Ja, bei Lupfern springen die manchmal nicht. Ja, das warum heißt springt der nicht? Ja, wenn du zu spät bist, springen die bei Lupfern nicht. Nee, weil sonst wären Lupfer. Wenn, ja, sonst würden Lupfer. Unlogisch, tue ich nicht verstehen. Nein, guck mal. Ey, Junge, jedes Mal haben die in die Mitte geballert. Ja, das aber guck mal. So dumm. Wenn du beim Lupfer. Ja, nerv mich nicht. Wo willst du hin? Ja, ich stell dich hin. Auf, Ja, beim Lupfer musst du springen können, das kann man in echt auch. Ja, kann man in echt auch, aber dann würdest du ja jeden Lupfer halten, weil du immer ja, länger Zeit hast. Ja, dann würde man jeden Lupfer halten, das ja. Ist auch in real hält. Ja, normal, aber das machen die ja extra wenn nicht so. Wenn du in der Mitte stehen bleibst, hast du jeden Lupfer in real. Ja, machen ja. Die aber extra nicht so. Das ist doch dumm. Ist ja echt dumm. Ja, was sagt du jetzt, wo du hin willst? Beide Oma, hab ich doch eben gesagt. Hast du nicht? Doch, links und rechts. Hab ich eben gesagt, oder? Ich schwöre, ich hab's eben gesagt. Ich schwöre. Ey, ich schwöre. Kurz grad ein bisschen Bauch freigezeigt, möchte. Ein bisschen Bauchfrei tragen, weißt du, das ist schon fast Sommer. Zieh doch mein Gesicht mit sowas, du Knecht. Fast Gesicht getroffen. Was ist das für ein Typ? Ich sehe aus wie ein Knecht mit Kappe, Alter. Was wäre denn, wer ist denn ein Typ? Wasch mit Typ. Ist breit, aber ist doch nicht mein Sicher. Doch, ich stoche an sicher. Ich bin ready. Leute, der Typ mal mit frisch geschnittenen Seiten sieht man aus, ey. Ist eine Seltenheit. Man sieht die Seiten dann nicht mehr. Geh mal ein bisschen runter, zeig. Und dich mit gewaschenen Haaren sieht man auch selten. Sieht man selten, ne? Also was willst du hier? Das sieht man genauso selten, die frische Seiten bei dem. 3, 2, 1. Mach doch! Und mich als Bestrafung... Mach! Warte, mich als Bestrafung hier sieht man auch, also dass ich die gebe, sieht man auch selten. 3, 2, 1. Tu das genießen, ey, tu das genießen. Und beim Reden schießen. Tu dich ein bisschen entspannen. Tu dich mal entspannen. Ich mal anstatt beim Reden zu schießen. Hä? Ich hab, du kannst das nicht. Ich hab dabei gar nicht geredet. Natürlich hast du dabei geredet. Nein. Das ist Panzerfaust, Mensch. Das ist ein Panzerfaust. Ja, Panzerfaust. Bist du behindert? Wieso kannst du nicht zielen? Safe, ich schieße vorbei, ich versuch. Wenn du vorbeischießt. Ach, scheiße, ich hab grad fast einen Krampf bekommen im Nacken, Alter. Scheiße, mach's nicht. Wenn du vorbeischießt, hau ich dich kaputt. Panzerfaust wäre nichts für mich immer. Du hast nur einen Schuss, ne? Wenn du vorbeischießt, deine Schuld. Alter, ich hab wirklich einen Krampf im Nacken geholt durch die Panzerfaust. Mach jetzt! Bleib mal locker, Alter. Junge, ey. Du bist nervös, ich hab mal Krampf im Nacken. Ich schwöre, ich hab einen Krampf im Nacken. Wie kann man so zerbrechlich sein? Ja, die Panzerfaust, weißt du, wie schwer so eine Panzerfaust ist? Kannst du gar nicht tragen, ey. Ja. Drei. Du kannst sie auch nicht tragen. Du kannst nicht mal dein eigenes Gewicht tragen. Der großes Maul, der kleine. Mach jetzt. Hat der großes Maul oder nicht? Der kleine Ocker. Du bist kleiner als ich. Das ist der richtig große Fresse. Der richtig großen Fresse hat der. Der kleine Besser. Der richtig großen Fresse. 3, 2. Richtig großen Fresse hat der kleine Besser. 1. Alles klar, Baby, da oben. Junge, ey. Ja, ja, bist du verrückt? Bleib locker. Hä? Hast du gerade an mein Gesicht gezielt damit? Nein. Ich wollte schon sagen, bist du verrückt. Wie kommst du denn darauf? Wie kommst du an mein Gesicht zielen? Warum? Warum soll ich das gemacht ja, haben? Was ist los mit dem? Du bist arglos. Hat sie Augen zu oder was? Er hat uns zur Seite geguckt, ja. Hast du nicht gesehen. Leute. Beim toten Winkel. Toter Winkel, ich sehe dich nicht. Du bist nicht mehr da. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da.
falls es nicht gefallen hat, lasst gerne Dislike da, lasst gerne der Abo da. So sieht's aus. Checkt mal seinen Kanal aus, ne? Könnt ihr auch noch deabonnieren. Wenn schon dabei sind bei mir, wenn schon bei mir aber deabonniert, könnt ihr auch noch da weitermachen möchtet. Das war's, Leute, lasst gerne Like da oder auch nicht, ne? Checkt mal den Shop aus, ne? Seine Schadenseite, T-Shirts, Pullover gibt's, eine Orange, Rot, Grün, Blau, ne? Vier Farben, alles am Start. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. Alle Farben. Eddie, Dina, DJ, alle Farben. Orange, Blau, Rot, Grün, die Handy holen auch, DJ, alle Farben. Gut. Ist echt gut, Alter. Und gratis Autogramm, gar nicht. Wie steht das? Also checkt aus. Schreibt in die Kommentare, welche Spieler, Vereine, Länder, Nationalmannschaften ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Würde ich schon mal sagen, oder? Was soll ich sagen? Hat sich gerade so angehört. Warum liegen da zwei Bananen? Ah, gut. Das ist die Frage. Leute, bis zum nächsten Mal. Hier liegen zwei Bananen. Die sind noch nicht ganz reif. Nur besser der Nacht. Die sind gelb. Ja, normal, ist eine Banane. Die sind braun. Leute, bis zum nächsten Mal. Und